Tempo drauf, das geht ja dann nicht. Ne? Ja, deine Ecke hier. Ne? Ja, aber ich, ganz ehrlich, ich fahre jetzt 160, ne? Das ist ja easy. Ja. Richtig gefährlich wird das erst, ja, so ab 200, wenn du richtig schnell bist. Ne? Ja, ja. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja die Datenaufzeichnung angeguckt. Bis 211 hat es noch funktioniert. Und in der letzten Runde war ich dann offensichtlich das kleine Stückchen schneller als 211, was dann nicht mehr funktioniert hat. Sturz hinten hier. Es wird jetzt in der Tat von Runde zu Runde trocken. Ja, natürlich, wenn es sich nachregnet. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es voller ist heute, weil ja ist ja wieder dieses lange Wochenende, ne? Mit gestern, heute und morgen. Ja. Aber das Wetter scheint doch ein paar abzuhalten. Also wer heute Morgen oder heute Vormittag in die Webcams geguckt hat, der hat bestimmt gedacht, ach du Scheiße. Fahr ich nicht. Und noch einem aus dem Forum, da war es nass. Und da habe ich auch den Schmidthoff getroffen und den Heine, die waren mit dem TT unterwegs. Oben am Parkplatz noch gequatscht, weil warst du da auch da an dem Tag? Nee. Und auf jeden Fall, das war die VLN-Variante an dem Tag. Und ich fahre so mit den anderen zwei da im Schlepptau. Auf einmal sehe ich auf der VLN, auf der Grand Prix-Strecke, so einen kleinen zweien BMW hinter mir. Da denke ich, ach, der kommt aber verdammt schnell nah. Ne? Und hier, Flugplatz, kurz vorher habe ich ihn vorbeigelassen, ja. Dann ist der über den Flugplatz geschossen. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ja. Da war der Belag ganz neu. Dann hat der oben angehalten auf dem Links und der Schmidthoff hat sich ja mit dem unterhalten, da war das der Uwe Elberts, VLN-Fahrer. Ah, okay. Mit seinem privaten Zweier BMW mit fast abgelutschten Reifen ist der über die Strecke geballert. Ja. Und habe ich da, das nächste Mal in der nächsten Runde habe ich da, wenn der mit den abgelutschten Reifen so schnell da über den Flugplatz fahren kann, dann kann ich das auch. Ja. Und es ging. Also mit dem neuen Belag, das ist echt, echt gut. Ja. Ich habe da noch nicht so den richtigen Mut für. Ne? Aber ich fahre da immer noch genauso langsam wie früher mit dem alten Belag und der alten Kuppe. Na, es geht schneller. Aber der hat jetzt hier auch beim letzten VLN-Rennen, gibt es immer so eine Zusammenfassung, der hatte in der ersten Runde schon 5-6 Mann überholt, nur auf der Grand Prix-Strecke, der ist gefahren wie ein Irrer mit dem Ding. Ja. Und wenn du den so siehst, dem traust du alles zu, nur nicht, dass der in so einem Rennauto sitzt. Mhm. Ja. Er hat so eine piepste Stimme, ja, so eine Statur wie du ungefähr, ja, dann hat er immer so einen Halbschalenhelm auf, dann ist er ziemlich klein, sitzt ziemlich tief, dann siehst du immer nur einen Teil von der Halbschale hier so übers Cockpit drüber. Relas-Kurve hier. Mhm. Weil hat jeder von uns so eine Kurve hier. Ja. Ja, sind die wieder weg oder was, der Rela? Ja, ja, die sind dann irgendwann, weil die befürchtet haben, es wird nicht mehr trocken. Okay. Und dann wollte der Mo wollte unbedingt noch Bundesliga-Konferenz gucken. Ja, ja. Weißt du, warum die Bremse das mitmacht? Weil du ja gar nicht mit den Geschwindigkeiten an die Bremspunkte kommst, wie du das mit dem Golf R tust zum Beispiel. Ne? Dann brauche ich ja hier nicht wirklich richtig viel verzögern. Die 18 Zöller die besten, hast noch ein bisschen Gummi, hast noch ein bisschen Luft, der Reifen kann noch ein bisschen arbeiten. Ja. Ja.
die 20 Zölle habe mit dem Sport Max Race, den du ja nicht mehr kriegst in dieser Größe. Das funktioniert echt tadellos, diese Kombi. Hätte ich nicht gedacht, ja. Ich habe auch schon mal über 19 Zöller nachgedacht, weil man dann den Cup 2 in einer Porsche-Mischung fahren kann. Ne? Also du, wie gesagt, den Cup 2 gibt es ja auch in den 18 Zoll, also 265, 35 gibt es den ja. Ja. Mit dem Sturz funktioniert der auch gut, nur ohne Sturz vorne ist scheiße. Da ist er, irgendwann ist er aus dem Weg, ja. Oder man müsste öfter mal wechseln, weißt du. Aber der ist mir ja doch zu bequem zu. Schnell mal ausschalten. Ja, das ist auch das Schöne beim TDRS. Du hast ja dieses abgestufte. Ja, genau. Einmal dieses Sport und dann ganz aus. Aber wenn du Sport hast, reicht vollkommen. Ja. Also, dass er da eingreift, da muss er schon wirklich übertreiben. Ne? Vielleicht auf der Grand Prix-Strecke mal ganz ausmachen. Wenn du sagst, wenn ich rausrutsche, dann rutsche halt ins Kiesbett. Ja, dann passiert nichts, ne? Ja. Der war in Deutschland, ja. Der hat nämlich mein Auto mal in der Schweiz inseriert für mich. Als Deutscher kannst du das ja nicht. Du musst deine E-Mail-Adresse und alles eingeben und wenn die sehen, du bist kein Schweizer, dann fliegst du raus automatisch. Und jetzt hat er das für mich eingestellt und wenn irgendwas ist, dann leitet er das an mich weiter. Also. Oder habe ich irgendwo gesehen, dass der hier ist, mit ihr war der Essen oder irgendwas? Ja, genau. Ich, hä? Komisch. Ja, okay.